So Leute, vor Ewigkeiten das letzte aufgemacht. Der Start der Set Booster, wenn man so sagen möchte. Das New Kind of Booster. Damals, als die Set Booster groß angekündigt wurden und rauskamen, dann irgendwie. Ja, wir wissen ja, was draus geworden ist. Set Booster sind ja anders aufgebaut. Wir haben vorne den Token, dann haben wir Mountain. Dann haben wir Ghastly Gloomhunter, 2×1/1 mit Kicker, fliegend Life Gain. Und wenn er gekickert wurde, kriegt er 2+1+1 Marken. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendeine Karte haben, die mit einer Zombie-, Bad- oder Kicker-Marke funktioniert. Oder einfach schwarz ist. Wenn er ins Spielfeld kommt, der Draenor Silencer, dann kriegt eine Kreatur, die er geht, dann kontrolliert -6/+6, so wächst die Anzahl an Kreaturen, ist in einer Party. Für 6×3/2. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Partykarte oder noch eine schwarze Vampire-Karte. Krass. Wie man jetzt auch immer von dem auf den kommt. Unsere erste Ankamen, Skyglaive Geopede, 3×3/1 Trampel, Landfall, kriegt +2/+2 bis meines Zuges. Zweite Ankamen, Lightform Blight, 2×1, man zerzaubert ein Land. Wenn ein Spielwerk kommt, zieht man eine Karte. Das ist gut. Und Enchanted Land hat, verliert alle Kreaturentypen und hat Tappen für ein Farbloses oder Tappen für ein bezahltes Leben, kriegt Mana beliebiger Farbe. Das ist cool. So viel Rot, so viel Schwarz. Oh mein Gott, was für ein Booster. Mindcarver. Ein Mana Ausrüstung. Wenn sie ins Spielfeld kommt, können sie seine Kreatur anrüsten. Die Kreatur kriegt +1/+0. Sie kriegt +3/+0 stattdessen, wenn ihr 8 oder mehr Karten in eurem gegnerischen Friedhof habt. Ne, so eine Rogue-Ausrüstung. Da waren die Rogue-Mill-Sachen ja so gut. Dann haben wir... Ah ja, das waren. Stimmt, hinten drauf ein Land. 2 Mana Instant. Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen Schutz von einer Farbe eurer Wahl. Und hat hinten drauf eine Ebene. Beziehungsweise halt ein weißes Mana. Hier so ein. What? Das wusste ich nicht, dass das auch geht. Das ist ziemlich traurig. Das ist eine Wildcard. Da kann ja alles dran sein. Auch eine Karte, die schon im Booster drin ist. Unsere zweite Wildcard ist Tazim Royal Mage, 2×2/1 mit Kicker. Wenn er ins Spielfeld kommt und gekickert wurde, bringt den Instant oder Sorcery aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das ist gerade ein Downer. Und unser Rare ist Skyclave Relic, das ist cool. 3×Artefakt mit Kicker, unzerstörbar. Wenn er ins Spielfeld kommt, gekickert wurde, kriegt er eine Kopie davon. Und, zwei getappte Kopien, so. Und die macht Mana mit Farbe. Nee, add one Mana of any color, doch. Mana beliebiger Farbe. Und eben für 6 Mana kriegt ihr 3 Stück davon. Das ist cool. Unsere Foil ist Skyclave Pickaxe. Oh mein Gott, wie. Das sieht unglaublich. Das sieht unglaublich daneben aus. Unglaublich unscharf. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Kriege ich das irgendwie. Da. Es ist super unscharf, das Foiling. Was zur Hölle, was haben die denn da gemacht? Naja, und unsere letzte Karte ist ein Token, ein Insekt. Geht bitte nicht Arena Free-to-Play spielen. Arena ist kacke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt ihr gesehen. Ciao, ciao.